Ein herzliches Willkommen Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, durch Uwe von Rössel und meine Wenigkeit, die wir Sie hier zu diesem besonderen Abend begrüßen dürfen. Einem Abend, der sehr gut unter dem Motto 900 Jahre vor Karl Carstens Wandern für den guten Zweck stehen könnte, es aber nicht tut, sondern vielmehr zwei Füße für ein Halleluja mit einem Regenten unterwegs heißt. Zu Beginn gestatten Sie uns, Ihnen, wie bei solchen musealen Veranstaltungen ja nicht unüblich, einige Verhaltensmaßregeln mit auf den Weg zu geben. Zu Ihrer aller Sicherheit übertreten Sie weder die Gelben, die Grünen noch die Roten oder sonst irgendwelche Linien. Lehnen Sie sich nicht über die Absperrungen. Leisten Sie den Anweisungen des Sicherheitspersonals, kenntlich an den dunklen Anzügen, bitte unbedingt Folge, auch wenn diese Sie in Mittelhochdeutsch, Kirchenlatein, oberitalischen Mischdialekten oder Niederphönizisch ansprechen. Und berühren Sie bitte die Exponate auf der Bühne nicht. Sie gefährdeten damit unersetzliche Kulturgüter und die konservatorische Anstrengung von Generationen. Herrn von Rössel und mich können Sie nach vorheriger Absprache natürlich berühren, da Sie damit zumindest in meinem Fall keinerlei konservatorische Anstrengungen gefährden. Das Fotografieren mit künstlichen Aufhellgeräten, sogenannten Blitzlichtern, ist im Laufe der Veranstaltung leider untersagt. Die Anfertigung von Kaltnadelradierungen, Holz- und Linolschnitten, Tusch-, Feder- und Pastellzeichnungen, Rötelskizzen und Aquarellen sowie klassischen Ölgemälden und Lithografien unterliegt hingegen keinerlei Beschränkung. Des Weiteren bitte ich Sie jetzt, die Ihnen eigene Funktelefonie sowie jede Art von elektronisch betriebener Unterhaltungstechnik wie CD-Player, MP3-Geräte oder digitale Hörhilfen auszuschalten. Koronare Impulsgeber, sogenannte Herzschrittmacher, können in Betrieb bleiben, solange sie nicht durch missliebige Arbeitsgeräusche oder Störungen unserer Übertragungs- und Überwachungstechniken auffallen. In diesem Fall muss der Träger entweder sofort den Platz verlassen oder nach Abschalten des Gerätes durch ein von mir ausgelöstes hochfrequentes Störsignal ein 90-minütiges Kammerflimmern billigend in Kauf nehmen. Herr von Rössel und meine Kleinigkeit sind der Hoffnung voll, möchten wir sprechen, dass Sie unter steter Beachtung des obigen Regulariums einen erhellenden Abend verleben möchten. Ja, wir versteigen uns sogar zu der Annahme, dass Sie einen besonderen Abend beizuwohnen sich anschicken, denn eine Enthüllung exquisitester Qualität harret Ihrer. Wir behaupten, dass die Geschichte des frühen Mittelalters nach Ablauf dieser denkwürdigen Veranstaltung in gänzlich anderem Lichte dastehen wird, ja vielleicht sogar in den Skriptorien der Gelehrsamkeit kapitelweise umgeschrieben zu werden, streng erheischt. Ich möchte Ihnen die... Herr Rössler, was machen Sie da? Ich illustriere Ihren Vortrag, Herr Malmsheimer. Das ist noch nicht der Vortrag. Dann sagt mir auch nichts. Vor wenigen Wochen jährte sich zum 939. Mal jenes Datum, an dem der deutsche König Heinrich, gezählt der Vierte, sich barfüßig aufmachte gen Italien, um dort jenen Hildebrand zu treffen, welcher unter dem Namen Gregor gezählt der Siebte sich eben vom Stuhle Petri erhoben und gen Norden zustrebte, sich mit den deutschen Fürsten zu vereinen und dem exkommunizierten und damit aus dem Busen warmen Würgegriff der Mutterkirche unter Schimpf entlassenen Heinrich den Prozess zu machen und diesen damit auch ein für allemal vom Throne des Reiches zu entfernen. Auf der Festung Mathilde von Tuszien im norditalienischen Canossa kam es dann Ende Januar im 1077. Jahre des Herrn zu jener Begegnung, derer wir itzt gedenken. Herr von Rössel und meine Wenigkeit bekamen den Auftrag, Material für einen informativen Abend zu diesem Thema zusammenzutragen. Einen Auftrag, dem wir freudig nachkamen. Freudig in Sonderheit, weil es uns nun gestattet ist, die wahrhaft atemberaubenden Ergebnisse unserer forschenden Bemühungen endlich auch einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Uwe von Rössel, der vom Feuilleton, der Kritik wie vom Publikum gleichermaßen verehrte Generalmusikdirektor des erstaunlichen Tiffany Ensembles, weilte zu jener Zeit auf seinem Sommersitz im sehr ostdeutschen Brüller an der Taubnitz, dem ehemaligen Übungsgelände Peter Schreiers, um sich auf seine den Hörern von WDR 4 sicherlich nicht unbekannte, im vierteljährlichen Rhythmus publizierte Sendereihe mit dem Titel »Scheißmusik des Barock« vorzubereiten, deren Juni-Sendung er zur Gänze dem Schaffen von Johann Gottlieb Fusch widmen wollte, einem selbst seiner Familie weithin unbekannt gebliebenen Tonkünstler des ausgehenden 16. Jahrhunderts, Komponist ebenso bekannter wie unbedeutender Opern, als da wären »Das Lederhaus«,
die Verführung bis ins Detail, Kaiser und Küfer, das magische Fagott und Iphigenie in Hameln. Meine Geringfügigkeit nahm zu jener Zeit an einer Ausgrabungskampagne in der Krypta der Wormser Klosterkirche unserer lieben Frau, ihrer Mutter, teil, im Zuge derer man hoffte, mehrere seit Konstantins Zeiten verloren geglaubte altlateinische Verben endlich wiederzuentdecken. Allein, und damit sage ich Ihnen sicherlich nicht Neues, die Verbenausgrabung als solche stellt ja bekanntermaßen auch für archäologisch Gebildete ein äußerst heikles Unterfangen dar, sind Verben doch höchst fragile Gebilde, sehr kälte- und feuchtigkeitsempfindlich und in ihrer Zerbrechlichkeit allein nur noch von Murano-Glas übertroffen. Will man jedoch die geborgenen Verben nach ihrer Freilegung auch noch flektieren, also beugen, um in den Genuss ihrer vielfarbigen Schönheit, in Indikativ und Konjunktiv, Präteritum und Futur zu gelangen, grenzt solch ein Wunsch ans Unmögliche, ja spielt gar deutlich hinein. Dies alles wollte ich mir um keinen Preis entgehen lassen, wohlwissend, dass sich König Heinrich, um dessen Leben und Wirken meine Gedanken in meiner knapp bemessenen Freizeit natürlich unaufhörlich kreisten, vielfach in Worms aufhielt. Die Ausgrabung erfolgte natürlich unter der strengen wissenschaftlichen Aufsicht namhafter Sprach- und Beugungsexperten aus drei ebenso namhaften europäischen Sprachinstituten, darunter kein geringerer als Herr Professor Dr. Gieselheer Land unter Treutlein vom Institut zur Reanimation toter Sprachen mit den Mitteln der Ersten Hilfe, der als erster versucht hatte, Verben unter dem Einsatz heißen Wassers zu beugen, eine Technik, die wir sonst ja eher dem Küferhandwerk zuschreiben. Anwesend war ferner Herr Professor Dr. Heribert Acker-Landmann, Dekan der linguistisch-misanthropischen Fakultät des Sprachtheoretischen Institutes der Universität Uppsala. Gesundheit. Danke. Keine Ursache. Vielleicht der weltweit bekannteste Vertreter der Fraktion der Verbstrecker, die in scharfer Abkehr von der Technik des Beugens im Strecken die einzig richtige Form der Verbbehandlung sehen. Ihm ist es ja als erstem überhaupt gelungen, das Verbum brollon, welches jene Bedeutungsfelder abdeckt, die das Verb dömeln außer Acht lässt, auf eine auch international beachtete Länge von immerhin 73 Zentimetern, wenn auch nur unter Laborbedingungen, zu strecken. Die Leitung der Unternehmung lag in den Händen von Privatdozent Dr. Paul Kroll, Lehrstuhlinhaber für Linguaphobie am Massachusetts Institute for Massachusetts, und Schöpfer der in Fachkreisen nicht beachteten und darüber hinaus auch vom interessierten Publikum keineswegs zur Kenntnis genommenen Vorlesungsreihe Einsilbigkeit im Alltag, Chance in der Silbenflut oder Taubheit, ein Segen? Kroll steht der Stiftung Wenig Sprechen, Wenig Hören vor und ist Träger des güldenen Verdiensttonbandes der Vereinigung der Kriegstauben mit Gräbervorsorge in Holstein. Bei den in der Krypta vermuteten Verben handelt es sich, dies sei für diejenigen unter Ihnen, die das Lateinische mächtig sind, nur kurz erwähnt, um die Infinitivformen Zosse, Pisse, Busse und Tasse. Verben also, deren Vorkommen vielfach in so manchem Experiment zwar nicht bewiesen werden konnte, deren Vorhandensein aber zwingend vorhergesagt wurde. Jetzt also könnte es soweit sein. Ich stand in der Gruppe der anwesenden Experten in atemloser Spannung über die kleine Grube gebeugt, welche man unter der eigens dafür angehobenen Sandsteinplatte im Boden der Krypta ausgehoben hatte. Die schlechte Beleuchtung ließ zunächst keine Einzelheiten erkennen. Doch endlich hob Grabungsleiter Dr. Kroll eine kleine versiegelte Kiste ans Büchsenlicht. Die Anspannung stand jedem Einzelnen in Gotisch-Fraktur 18 Punkt ins schweißnasse Antlitz gebunzt. Sollte der für die Konjugation Pim, Pis, Pit, Pimus, Pitis, Pint so wichtige Infinitiv Pisse endlich geborgen werden können. Doch welche Enttäuschung! Statt der erhofften Verben barg die Kassette nur ein in grünes Leinen eingebundenes schmales Bändchen, offenbar weit jüngeren Datums und in schlechtem Erhaltungszustand. Die Koryphäen der internationalen Linguistik und Konjugationsforschung wandten sich enttäuscht ab, um ihre kontinentale Frustration in einem nahegelegenen Stehausschank durch die Aufnahme dazu geeigneter Substanzen zu sedieren, während ich als einzig am Grabungsort Verbliebener das Bändchen einer schnellen, wiewohl nach meiner Maßgabe gründlichen Prüfung unterzog. Nur nach Minuten wusste ich, dass ich einen Schatz in Händen hielt, der zwar die internationale Flexionsforschung nicht tangieren, die nationale Medievistik allerdings elektrisieren dürfte. Das schmale Bändchen wies auf dem Einband handschriftlich drei lateinische Großbuchstaben auf. Ein H, ein I und ein V, deren Bedeutung sich mir natürlich umgehend erschloss. Ein kurzes Mobiltelefonat mit einer Hamburger Hochglanzbroschüre,
welche sich selbst als Nachrichtenmagazin fühlt und über Erfahrung mit der schnellen Zertifizierung plötzlich aufgetauchter Druckwerke verfügt, schaffte also gleich Klarheit. HIV, Henricus Quatuor, Heinrich der Vierte. Für den Stern bestand kein Zweifel. Dies waren die Tagebücher Heinrichs des Vierten, des glücklosen Saliers. Das bewegt die Geschichte, wie nur aus wenigen erhaltenen Briefen, aus den vielen Zeugnissen seiner Gegner und den seltenen seiner Befürworter kennen. Ich halte die vor einer Redaktion, welche schon früher bewies, wie sattelfest sie in der Erkennung von Originalen ist, als echt beglaubigten Tagebücher König Heinrichs des Vierten, König und später Kaiser der Deutschen in Händen. Herr von Rossen, mit Verlaub, dies wäre jetzt der Moment für einen Tusch. Die Einträge beginnen in den ersten Monaten des Jahres 1055. Heinrich war zu dieser Zeit knapp 5 Jahre alt, konnte aber wohl schon schreiben. Wenn sich auch große Teile der ersten Einträge jeder Lesbarkeit entziehen. Als Beispiel möge hier der Eintrag vom 14. Februar 1055 dienen, unter dem es heißt Gritz. Erst Monate später, das Schriftbild gewinnt an Deutlichkeit, lassen sich neben dieser eher kryptischen Zeichenfolge auch die Begriffe Roggen, Gerste und mit einiger Sicherheit auch Hafer entschlüsseln. Dazwischen immer wieder, so auch am 26. August 1055, das merkwürdige Gritz, welches aber in der Lebenswelt des Fünfjährigen doch wohl eine herausragende Rolle gespielt haben muss. Graphologen und Medievisten, denen ich diese Einträge zu Beginn meiner Übersetzungsarbeit zugänglich machte, überboten sich in ihrer Ratlosigkeit oder farbigen Fantastereien ohne jede Spur der Nachvollziehbarkeit. Einer schlug hervor, bei Gritz handelt es sich um das vokallose Rudiment des Wortes Grazia, also Dank, wie es halt ein nachlässiger 5-jähriger Sprecher ohne tief empfundene Begeisterung für das Lateinische lustlos zwischen solitären Milchzähnen hervorstoße. Was aber der daraus entstehende Unfug Dank Hafer, Dank Roggen, Dank Gerste dann bedeuten solle, erschloss sich dem Tippgeber in keiner Weise. Erst zu Jahresbeginn 1056 klärt sich das Schriftbild. Die Einträge jedoch bleiben weiter kurz und verborgen, wie am 21. März 1056. Gritz, 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 Gerste, Hafer, Haferroggen, Gritztag. Rätselhaft. Dann endlich, im Oktober, Heinrich weilt mit seinem Vater in der Pfalz in Botfeld im Harz, löst sich das Rätsel in erstaunlicher Weise. Dort lesen wir in einer noch nicht ganz sicheren, aber durchaus charaktervollen Handschrift. 5. Oktober 1056. Zum Frühstück Grütze. Gegen 6:30. Was soll man von einem Tag erwarten, der um 6:30 mit Grütze beginnt und gegen 22:30 mit Grütze endet? Grütze, Grütze, Grütze. Jeden vermaledeiten Tag Grütze. Hafergrütze, Gerstengrütze, Weizengrütze, Roggengrütze, warm, kalt, fast warm, ganz kalt. Grütze, Grütze, Grütze. Der Koch kann nur Grütze. Selbst wenn er ein Wildschwein zubereiten sollte, würde es wahrscheinlich Grütze. Wildschweingrütze. Teufel damit! Was nützen einem alle Privilegien, wenn es ansonsten nur zur Grütze reicht? 3-mal täglich. Unleserlich, dann ein Fleck. Und ständig bricht die verwünschte Feder ab. Oder wird nach 3 Sätzen auf diesem rauen Pergament zum Borstenpinsel, gleich dem, was hinten so am Schweine baumelt. Was hat man davon, wenn man des Schreibens kundig ist, es aber nicht funktioniert? Auf dieser alten Zeltplane, auf der schon der Vater meines Vaters Vater seinen Grützeverbrauch notierte. Und dass ich mühsam mit Bimsstein freigerubbelt habe. Ein Palimpsest, sagt mein Lehrer, der dickende, schwitzende Anno von Köln, der aus dem Mund riecht wie das Loch in der Mauer, durch das er mindestens 5-mal täglich in den Burggraben scheißt. Kein Wunder bei der Menge Grütze, mit der er seine Hohlräume zu füllen sucht. Ein Palimpsest, ein Scheiß, ein Grützscheiß ist es. Auf diesen Dreck kann man nicht schreiben. Aber man kann damit die Fliegen totschlagen, die auf den Resten der Abendgrütze in der Holzschale setzen. Selbst die Fliegen macht die Grütze sich. Aber so lernen sie immerhin die Macht des Geschriebenen kennen. Die Macht des Geschriebenen. Auch so ein Gesichtsfurz von Anno. Anno. Anno von Köln. Erzbischof Anno von Köln. Wie das schon klingt, Anno. Als ob man Blechnapf die Kellertreppe runterpoltert. Und auch noch von Köln. Ausgerechnet Köln. Dieses hochfahrende Nest an einem verdreckten Siedel voller lärmender, aufgeblasener, dünnbiersaufender, grützkackender Wichtigtuer.
das sich auch in 1000 Jahren nicht ändern wird. Wie der Name Anno klingt, so ist er auch. Hohl und übelreichend wie eine Heringstonne, aber voller Ehrgeiz und hochfliegender Pläne ist er. Und so alt und so dick und so alt. Die Zeit spielt nicht mehr auf seiner Seite. Anno von Köln, mein Lehrmeister und Wegweiser auf dem Pfad und das dichte Unterholz höfischer Pflichten. Die alte Schweinsblase. Ich stehe kurz vor meinem 6. Geburtstag. Bin also schon fast ein Mann. Ich kann schon Vaters Schwert heben. Also wenn es auf dem Boden liegt. Was es nur tut, wenn Vater es dort hingelegt hat. Was er selten tut, weil er König ist. Aber nun liegt er auf den Tod. Wahrscheinlich Schlagfluss oder ein stumpfer Gegenstand. Er ist ja auch schon 39, also steinalt. Älter ist nur Arno, aber der ist schon so alt auf die Welt gekommen. Steinalt. Wahrscheinlich hatte er gar keine Mutter, sondern wurde bei der Sauhatz gefunden, weil die Hunde sich vertan hatten und auf sein Aroma hereinfiel. Mein Gott, er stinkt wie 2 Fässer Jauche. Sicherlich wegen der Grütze, der Scheißgrütze, dem Grützdreck. Was wollte ich eigentlich? Die verkommene Kackgrütze bringt mich immer so auf, dass ich den Faden... Ah, jetzt weiß ich's wieder. Ich bin fast 6, aber schon König. Na? Und seit einem halben Jahr verlobt. Das ist wie verheiratet, aber sie übernachtet woanders. Wir sind hier in Botfeld am Harz. Auch so eine gottverlassene Grützgegend. Mein Vater hier jagen wollte. Jetzt ist er sehr krank. Ich habe ihn seit Tagen nicht mehr gesehen. Werde nicht vorgelassen. Ich ein König? Nein, nur alte, dicke, stinkende Männer in rostigen und verbeulten Rüstungen oder kunstvoll bestickten Messgewändern über der an den bresthaften Körper geschimmelten Unterwäsche, die unter der Achsel je einen Brocken Weihrauchharz geklemmt haben, damit nicht bei jeder Bewegung die Fliegen tot von der Decke fallen. Und man kann die Fenster seines Gemaches nicht öffnen. Sind heute davor gespannt. Es ist kalt draußen. Oktober im Harz. Ein Grützmonat in einer Grützgegend. Aber die frische Luft würde ihm guttun. Aber nein, alte Männer haben ihr das Sagen. Alte Männer mit vereinzelten braunen Zahnstümpfen im grindigen Maul. Alte Männer, die ständig krachend Rettich oder rohe Zwiebeln kauen und getrocknete Wacholderbeeren. Und die beim Husten Winde fliegen lassen, dass einem Hören und Sehen vergeht. Und die Vögel auf und davon gehen und die Kühen, die Milch sauer wird im Euter. Und sie husten oft. Alte Männer. Und alte Frauen, wie die krumme Griseldis, meine Kinderfrau, die mich immer Lämmchen nennt. Lämmchen, ich bin ein König. Oder meine Mutter Agnes, die mich immer Heini nennt. Bis auf die Tage, an denen sie mich Konrad nennt. Dann doch lieber Lämmchen. Alt, 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 alle sind alt und siech und bresthaft und übelriechend und wissen alles besser und es ist entsetzlich. Und eigentlich bin ich doch König und keiner zum Spielen, keiner. Die Kerze ist runter, ich muss Schluss machen. Außerdem höre ich das Schlurfen von Griseldis draußen auf dem Gang. Wenn sie um diese Zeit zu mir will, bedeutet das entweder den Riemen, weil sie dahinter gekommen ist, wer ihr die tote Kröte in die Morgengrütze gestopft hat. Oder noch schlimmer, waschen. Mit Wasser. In jedem Fall also nichts Gutes. Ich mache später weiter. Immer noch 5. Oktober 1056, abends. Vater ist tot. Was habe ich über einen Tag geschrieben, der mit Grütze anfängt? Die Wahrheit. Gerade war Mutter da und sagte, ich soll es nicht so schwer nehmen. Sie täte das ja auch nicht. Außerdem wäre ich jetzt König und ein König weine nicht. Das stimmt ja so schon mal gar nicht. Also, zumindest in unserer Familie haben die Könige eigentlich immer geweint. Gerne auch in der Öffentlichkeit. Da hat sich natürlich dann keiner getraut zu sagen, was soll das, warum heult der König? Nein, da mussten alle mitheulen. Und wer heult, den kann man leichter verzeihen. Das hat mein Vater früh gemerkt und deshalb oft geheult, gerade in der Kirche vor allen Leuten. Das kann aber auch an der Musik gelegen haben. Oder an Annos Winden. Aber es hat funktioniert. Diplomatisches Flennen könnte man es nennen. Dabei ist mir überhaupt nicht zum Weinen. Für mich ändert sich doch nichts. König bin ich schon und auf den Speisezettel habe ich weiter keinen Einfluss. Man fragt sich, worauf ich hier überhaupt Einfluss habe. Auf Mutter sicher nicht. Die hat ihren eigenen Arno. Nur, dass er Heinrich heißt. Hier heißen offenbar alle Heinrich, die nicht Konrad heißen. Und dass er hinten zwar von Augsburg heißt, aber da genauso riecht wie der von Köln. Wie sieht es wohl in so einem aus, wenn noch Geruch und Gedanken aus demselben Loch kommen? Es gibt Dinge, die ich nicht wissen will. Dazu gehört auch, was sie jetzt mit Vater anstellen. Wie man hört, möchte er, dass seine Eingeweide in Goslar beigesetzt werden, der Rest aber in Speyer.
Da die Bestattung für Speyer, also für seinen Geburtstag, den 28. Oktober angesetzt ist, leuchtet das Verfahren ja ein. Bis dahin ist es ja noch ein wenig und der Oktober ist mild. Ob Sie ihn mit Stroh auspolstern, damit er nicht so eingefallen aussieht, oder mit Grütze? Nein, das würde schwappen, wenn Sie die Stufen zur Krypta runtertragen. Also doch Stroh. Und nichts wird sich ändern bis zu meiner Schwertleite. Und die ist erst, wenn ich 15 bin, also in einer halben Ewigkeit. Grütze fressen bis 1065. Es ist so wahnsinnig wert. Zumindest das hat Vater hinter sich. Die nun folgenden Einträge beschäftigen sich in der Hauptsache mit den Vorbereitungen der jeweiligen Teilbeerdigungen unter besonderer Berücksichtigung der Speisenfolge. Das Wort Grütze taucht auf den folgenden zwei Seiten allein 64 Mal auf. Grund genug, diese Einträge zu überspringen. Auch weil sie offenbar in höchster Eile bisweilen zwischen Tür und Angel im Gehen angefertigt wurden, was ihre Lesbarkeit sehr einschränkt. Neben zwei besonders missratene Zeilen schrieb der König offenbar später selbst tadelnd unleserlich. Eine Korrektur blieb aber aus. Der nächste lesbare Textteil stammt vom ...28. Oktober 1056. Heute ist Vaters zweite Beerdigung. Also die des äußeren Teils. Das Gekröse haben wir ja in Goslar gelassen. Natürlich luftdicht verpackt, es soll ja auch ab und an Besucher in die Kirche können. Was er sich dabei wohl gedacht hat? Mein Herz in Goslar, die Eier nach Speyer? Wie auch immer. Es wird sehr feierlich. Alle Großen des Reiches kommen in den Dom, um Abschied zu nehmen, aber wahrscheinlich eher, um ein Auge auf ihren künftigen Chef, also auf mich, zu werfen. Und ich werfe ein Auge auf Sie. Ich weiß wohl, dass all jenen, die des Lesens mächtig sind oder jemanden kennen, der es kann, das Bibelzitat aus Prediger 10,16 vor dem inneren Auge erscheint, wo es heißt, weh dem Land, dessen König ein Kind ist. Dem aber halte ich meine eigene Überzeugung entgegen, die da lautet, weh dem König, dessen Kanzler ein Kölner ist. Jedenfalls sind alle gekommen. Auch die Sieg und Resthaft in großem Ornat, versteht sich. Und auch eine Menge Volkes war anwesend. Der Dom war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und es wurde das Abendmahl ausgeteilt. Nach der ganzen Grütze der vergangenen Wochen wurde mir der Mund direkt wässrig, als ich den Leib Christi im zahnlosen Loch des Erzbischofs verschwinden sah. Und dann kam Musik. Jede Menge Musik. Ich glaube ja, wie die Musik, so auch die Zeit, in der sie entsteht. Das lässt unsere Gegenwart aber in einem trüben Licht erscheinen. Überhaupt die Kunst, Malerei und Dichtung, Bildhauerei und eben Musik. Schaut euch, die ihr diese Zeilen dereinst leset oder sich in Ermangelung eigener Kenntnisse vorlesen lasst. Schaut euch doch mal die Bilder meiner Zeit an, den Gesichtsausdruck der Abgebildeten, dieses leicht sedierte, der lakonische Blick, obwohl einem gerade das Bein abgehackt wird. Alle machen ein Gesicht, als wäre ihnen während der Messe ein Wind entflogen, und zwar ständig. Wenn das mal einer zu sehen bekommt in ein paar hundert Jahren, was denkt er denn wohl von uns? Dass wir den ganzen Tag Betelnüsse gekaut haben? Haben wir aber nicht. Wir haben den ganzen Tag Grütze gefressen. Und auch die Musik, diese Musik. Die Musik klingt so, wie die Gesichter aussehen. Ein variationsloses Gefiepe und Gehupe. Wenn wir fröhliche Feste feiern, klingt das so. Wenn wir traurig sind, klingt das so. Wenn wir heiter sind, klingt es so. Wenn wir melancholisch sind, wenn wir wütend sind, wenn wir müde sind, wenn wir krank sind, wenn wir glücklich sind, wenn wir eifersüchtig sind und wenn wir tot sind. Wie soll man das aushalten, hä? Was diese Epoche braucht, ist Jazz. Aber ich bin ja Essex, oder wenigstens fast. Aber hier wird sich einiges ändern, verlasst euch drauf. Erst der Rhythmus und dann die Melodie. Thank you.
meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, vielen Dank. Ja, es ist, bitte. Danke, meine Damen und Herren. So viel zum Thema Jazz. Das ist so wahr, Herr Meimster. Ich habe jetzt gerade auf dem wunderbaren Klavier hier das Stück noch einmal gespielt, das ich zu Beginn schon mehrere Male gespielt habe und das ich im Verlauf des Abends noch häufiger spielen werde. Wahrscheinlich so häufig, bis es Ihnen zu den Ohren wieder heraus. Und das ist eines dieser Stücke, die hört man und man denkt sich, das Stück kennst du woher? Woher kennst du dieses Stück? Es hat so einen Wiedererkennungseffekt. Und meine Tante Helga, die nicht meine richtige Tante ist, aber auch schon weit über 80, sagt in solchen Fällen immer, wenn man es nicht sofort erkennt, ist es meist Mendelssohn. Und sie hat damit auch recht. Also manchmal, nicht, also manchmal, genau dann und eigentlich auch nur genau dann, wenn das Stück auch von Mendelssohn. Und nun ist das Stück aber auch gar nicht von Mendelssohn. Wohl auch von einem Komponisten mit M, aber auch nicht von dem, an dem man dann immer, sondern von einem gewissen Giorgio Maniero. Giorgio Maniero war der Dieter Bohlen des 13. Jahrhunderts und mit ihm hat die Musikgeschichte nun nicht begonnen und viele von Ihnen werden das Stück auch nicht aus der Zeit kennen, obwohl ich auch einige sehr alte Menschen hier, sondern Sie werden das Stück wahrscheinlich kennen aus einer der ZDF-Sendungen, es gab ja das ZDF und das noch zwei andere und da gab es sonntags eine Sendung ZDF-Matinee, eine Sendung, in der ging es um Kultur. Also eine ganz verschnarchte Geschichte. Und aber die hatten eben dieses Thema von Giorgio Maniero als Titelthema. Und daher werden Sie es wahrscheinlich kennen. Und nun hat mit Giorgio Maniero die Musikgeschichte nicht begonnen und auch ihren Höhepunkt bezeichnenderweise nicht erreicht, den ich ja eher bei Anneliese Rothenberger, ich weiß nicht, wie Sie das zum Beispiel. Nein, es gab dazwischen natürlich jede Menge Komponisten über die Jahrhunderte hinweg. Und erstaunlicherweise haben alle dieser Komponisten sich sehr stark an Giorgio Maniero, sagen wir mal, orientiert, um nicht zu sagen, von ihm geklaut. Das ist so interessant nicht. Und ich sehe auch, aber ich unterbreche das und ich werde Ihnen im Folgenden auch noch mal einmal diesen sehr, sehr schönen schwarzen Klavier, das voller Sporen ist hier, werde ich Ihnen das noch einmal demonstrieren. Also ich spiele noch mal das Original von Giorgio Maniero. Ja. Und dann kommen im Laufe der Jahrhunderte die üblichen Verdächtigen und irgendwann ist das dann auch zu Ende. So, nun wünsche ich Ihnen, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und mir, das tut mir alles furchtbar leid.
Oberröster, meine sehr verehrten Herren. Dankeschön. Röster ist oben. Dankeschön. Oberröster. Und ein namenloses Klavier. November 1056. So. Nun ist es soweit. Ich bin König. Und zwar der Einzige. Also ich meine, ich bin schon ziemlich lange König, aber nicht richtig. Also alle reden mich zwar mit Majestät an, außer Mutter, die mich immer noch Heini nennt, aber ich bekomme trotzdem einen hinter die Löffel, wenn ich in der Küche in den Grützdorf geschissen habe oder in Vaters Kapelle den Messwein mit Pferdepisse streckte. Haut man einen König? Ich meine, wie wird man überhaupt König? Nun, ich glaube, gut ist, wenn der Vater einer ist. Dann ist alles einfacher. Vater sagte immer, er sei König von Gottes Gnaden. Ob Gott das wusste? Vater war ein Reisekönig, also ständig unterwegs und wir natürlich immer mit. Also Mutter und Griseldis und Anno und der verwünschte Koch und der Hausmeier und die Mägde und Knechte und die ganzen Pferde und die Möbel und alles. Und zwar zu Fuß. Die Möbel wurden gefahren. Auf Wagen, die die Pferde zogen und manchmal auch die Knechte bei schlechtem Wetter. Wenn das, was die großen Herren, die Vater immer begleiteten, Straße nannten, zu einem einzigen Schlammloch verkam. Ein Schlammloch von Worms bis Goslar. Das ganze Reich ein einziges Schlammloch, aus dem immerhin die Städte ein klein wenig herausragen. Bis auf Köln. Vater musste immer unterwegs sein, um sich vor Ort der Loyalität der Fürsten zu versichern. Aber kaum drehte er ihnen den Rücken zu, schon wurde wieder konspiriert. Eigentlich hätte er also überall zugleich sein müssen. Oder aber er war immer nur da König, wo er sich gerade aufhielt. Das war anstrengend. Aber so lernt man die Gegend kennen. Und die Leute. Und das ist wichtig. Vater musste es also ständig allen recht machen. Ständig war er auf Besuchstour im Reich. Er musste bei jedem großen Erzbischof in den Städten, wie bei irgendeinem räudigen sächsischen Unterholzpotentaten auf dem Lande, mindestens einmal im Jahr Station machen und sich deren Verbundenheit versichern. Das, habe ich gelernt, macht man am besten durch Schenken. Ein normaler Mensch kann nur schenken, was ihm gehört. Ein König kann auch verschenken, was ihm nicht direkt gehört, denn eigentlich gehört ihm ja alles, er ist ja schließlich König. Und dieses Recht hat er von Gott, dem noch mehr gehört. Deshalb kann man Gott auch nichts schenken, außer sein Leben. Dann muss man in ein Kloster und da kann so ein Leben ganz schön lang werden. So ist das mit dem Schenken gar nicht so einfach. Vater schenkte Ämter und Besitztümer. Das änderte aber nichts daran, dass kaum er aus Goslar abgereist war und sich gern Fulda wandte, die Goslarer anfingen, wieder den König zu intrigieren. Hatte er Fulda hinter sich, um nach Worms zu ziehen, waren die Speyerer beleidigt. Der Mainzer grantelte, war der König in Köln und der Kölner war sauer, reiste Vater nach Kochem. Und die Länder zwischen den Städten sind ja auch noch bewohnt mit Volk, das sind Stämme zerfällt, die man auch alle kennen muss als König. Und die sich alle untereinander spinnefeind sind und nur auf den König warten, um sich zu beschweren über die Nachbarn und die Steuern und das Wetter und die Willkür und den Vogt. Und der König muss also neben der ganzen Schenkerei, bei der man ja auch den Überblick behalten muss, wem man was gerade geschenkt oder entzogen oder weitergeliehen hat, neben der ganzen Schenkerei, also muss der König auch die anderen Sachen wissen. Oder besser einen haben, der das weiß. Oder noch besser, mehrere haben, die sowas wissen. Also eine Kanzlei. Und die wissen alles. Und was das Beste ist, die schreiben leserlich. Und die muss ich zum Beispiel fragen, wenn ich nicht weiß, wie der fast dicke Kerl ohne Haare heißt, der ständig steinalte Witze über Ritter und Jungfrauen in Türmen erzählt. Und der Kanzlist weiß dann, das ist Gottfried der Bärtige. Und dass nicht er einen Bart hat, sondern seine Witze. Und dass man dann in seiner Gegenwart besser einfach nur Gottfried sagt, weil er selbst zur Ebener Erde ziemlich hochfahrend ist. Das muss ich mir jetzt alles merken. Es ist besser, mindestens so viel zu wissen wie meine Kanzlei. Und es ist offenbar doch nicht so eine Zeitverschwendung, lesen und schreiben zu lernen, wie ich anfänglich dachte. Ich habe ja schon als kleiner Junge, also als Vorkönig, eine Ausbildung erhalten, die sich gewaschen hatte. Zuerst all das ganze ritterliche Zeugs. Also Reiten, Fechten, Hauen und Stechen, Musik und Tanz, Verse schmieden, die Falknerei. Die Falknerei! Was ein ganz elender Zeitvertreib ist! Weil der verdammte Grützvogel immer mit dem Kaninchen wegfliegt und ich dann hinterherlaufen kann, wie nicht gescheit. Und wenn ich ihn dann endlich habe, ist von dem Kaninchen nichts mehr übrig. Da kann ich auch gleich selbst hinter dem Kaninchen herlaufen. Da habe ich am Ende auch nichts, bin genauso fertig und habe nicht die Last mit dem Scheißvogel. Beize und Grütze klingen nicht umsonst so ähnlich. Und Verse schmieden und Minnesang, das ganze Zeug. Minnesang. Auch so ein Quadratunsinn. Minne. Ich habe meiner Verlobten, also der Bertha, meinen ersten Vers vorgetragen. Der ging so. Du bist mein, ich bin din,
Lass einen ziehen, bläst dich nach Wien. Jetzt bin ich Mien, denn du bist weg. Na gut, ist am Ende nicht ganz bunt rein, aber für den Anfang? Und Bertha redet nicht mehr mit mir. Da soll doch einer sagen, Dichtung habe keine Wirkung. Ha! Ich meine, das mit der Hochzeit ist sowieso keine gute Idee. Wir passen auch gar nicht zusammen. Sie ist vermutlich etwas älter als ich. Oder jünger. Genau weiß das hier keiner. Was soll ich mit einer Frau, von der keiner weiß, wie alt sie ist? Immerhin bin ich schon 6. Aber wenn sie jetzt, sagen wir mal, erst 4 wäre, dann hätten wir uns schon in 30 Jahren überhaupt nichts mehr zu sagen. Nein. Wo war ich richtig? Ausbildung. Als ich dann von Vater offiziell als König und sein Nachfolger präsentiert wurde, musste ich natürlich noch eine ganze Menge anderes lernen. Also Staatsgeschäfte, Diplomatie, Strategie und Taktik und eben auch Lesen und Schreiben. Weil Vater der Meinung war, es sei nicht verkehrt, wenn man die Verträge, die man schließt, auch lesen könne. Hat was. Lesen und Schreiben ist ja gut und schön, auch wenn es ein bisschen dauert. Aber Latein? Muss das sein? Es muss. Weil es quasi Amtssprache ist. Zumindest das ganze elende Post- und Urkundenwesen wird nur auf Latein abgewickelt. Und was für eins. Hier spricht jeder sein eigenes Latein. Als gäbe es keine Grammatik. Und je nachdem, woher einer kommt, lässt er auch noch Wörter aus seiner Muttersprache ins Lateinische einfließen, sodass man sich doch alles wieder mühsam zusammenreimen muss. Am schlimmsten sind die Sachsen. Die mischen zwar keine neuen Wörter ins Latein, woher sollten sie die wohl auch haben? Aber dafür haben sie so eine knödelige Aussprache, dass man nie genau weiß, ob sie noch Sächsisch oder schon Latein sprechen oder sich einfach nur den Mund mit Suppe verbrannt haben. Aber Latein muss sein. Am allerscheußlichsten sind die unregelmäßigen Verben. Jedes verdammte Mistwort wird anders konjugiert. Ich habe 4 der scheußlichsten Infinitive versteckt. Anno hat noch nichts gemerkt. Aber auch die restlichen Vokabeln sind schlimm genug. Zum Beispiel Hickerkock. Schon als Vater mich den Fürsten präsentierte und sie auf mich einschwor, taten diese das nur unter der Bedingung, dass ich ein Rektor Justus, also ein gerechter Leiter werde. Das hätten sie aber auch mal auf Deutsch sagen können. Unverschämtheit. Rektor Justus. Ich habe nicht übel Lust, stattdessen ein Rektum Justum zu werden, ein rechtes Arschloch. Da kann ich mich immer noch rausreden, ich hätte es falsch verstanden. Waren doch etliche Sachsen dabei. Und viele Pfaffen, Samtbangen und goldbekränzt in Lila und Purpur mit Ringen an allen 10 Fingern. Aber Gehorsam und Bescheidenheit fordern sie ein. Was ein Schauspiel. Mit dem Mund der Enthaltsamkeit predigen und mit dem Arsch eine Sarabande pfeifen. Auf die muss man ein Auge haben. Vater tat das nicht in dem Maße, wie es Not hat, glaube ich. Er war halt sehr fromm. Ich habe auch ein gutes Verhältnis zu Nummer 1. Sicher. Aber seinen Stellvertreter auf Erden ernennen wir. Obwohl Mutter immer sagt, es sei so scheußlich schwer, gutes Personal zu bekommen. Noch ist Viktor der Zweite in Rom auf dem Stuhl. Und er soll sich um mich kümmern, hat Vater noch bestimmt. Wie er das wohl machen will, aus Rom, soll sich erstmal um sich selber kümmern. Er ist nicht so gut zurecht, wie man hört. Ich passe schon auf mich selber auf. Zeit für die Grütze. Ich melde mich. Weihnachten. Der Geburtstag des Herrn. Es regnet. Grütze mit Rosinen. Also es regnet natürlich Wasser. Aber zum Essen gibt's Grütze. Zur Feier des Tages mit Rosinen. Mit 2 Rosinen. Toller Geburtstag. Wenn das Weihnachten ist, wie wird dann erst Ostern? Heute zum ersten Mal in voller Rüstung geritten. Wie durch ein Wunder oben geblieben. Es gibt also einen Gott. Möchte kein Pferd sein. 16.07.1057. Der Papst ist tot. Wieder diese Musik überall. Eben kam es mit der Post. Sie haben schon einen neuen. Und ich war gefragt. Mutter ist stinksauer. Eigentlich regiert sie mit den ganzen alten Leuten und ich darf abnicken. Mir schmerzt schon der Kopf von der ganzen Schüttelei. Und alles mit dieser Musik. Der alte Papst ist gar nicht so schlecht dran.
17.07.1057. Anno hat nach fast einem halben Jahr gemerkt, dass mehrere lateinische Verben fehlen. Riesenaufstand. Stellte mich taub und stumm, wurde mir nicht abgenommen. Habe aber dicht gehalten und gab Versteck nicht preis. Anomales Schreckensbild vom Verfall der Sprachkultur. Und wie soll ich mich da mal konzentrieren? Bitte, bitte. Ermuntern Sie uns nicht noch. Also, ein namenloser Geistlicher malte Schreckensbild vom Verfall der Sprachkultur und dem daraus folgenden Ende des Abendlandes. Das soll er mal den Sachsen sagen. 11.08.1057. Versuchte mich erstmalig in höfischem Tanz. Böser Sturz. Noch im Liegen die Meldung erhalten, dass der neue Papst Stefan der IX. Heißt und der Bruder von Gottfried dem Bärtigen ist, der mit den tödlichen Witzen. Wird ja sicherlich viel gelacht in Rom. Hier nicht. Mutter kocht und schreibt böse Briefe, aber weil die Post so lange unterwegs ist, ist noch nicht mal sicher, dass der Neue sie vor seinem Tode noch erhält. Nur wenn sie vom Balkon schreit, ist die Chance noch geringer, dass er was mitkriegt. Was für eine Zeit! In dem man immer zu jemandem hin muss, wenn man was will. Da könnte man dran geforscht werden. Anstatt immer neue Rezepte ranzuschaffen, nachdem man aus Scheiße Gold machen kann. Hat noch nicht einmal funktioniert. Umgekehrt schon. ...25.12.1057. Wieder Weihnachten. Wieder Regen. Wieder Grütze, wieder Rosinen, wieder Musik. Noch 8 Jahre. Bei Gott, ich habe weihnachtliche Gedanken wie diesen. Wenn ich richtig König bin, lasse ich alle Schalmeienspieler erst ihre Instrumente fressen und sie dann anschließend in Grütze mit je 2 Rosinen ertränken. Mir wird warm. Draußen geht der Regen in Schnee über. Pfingsten 1066. Dieses Land ist unregierbar. Und das wird sich auch in den nächsten 1000 Jahren nicht ändern. Die Verwaltung liegt in den Händen gusseiserner Bürokraten mit spirituellem Hintergrund, wobei man spirituell durchaus auch durch Spirituos ersetzen könnte. Die Leute sind verrückt, alle. Und Gott macht offensichtlich ein ausgedehntes Nickerchen. Ich bin einige Jahre nicht zum Schreiben gekommen, Palimpsestmangel. Ich hatte keine Zeit zu rubbeln. Und dann wusste ich nicht, wo mir der Kopf stand. Eines ist aber sicher, ich kann es beweisen, die Leute sind verrückt. Allen voran Anno. Ihr erinnert euch, Anno von Köln, der Mann mit den Winden. Offensichtlich wüten die Böen nicht nur in seinem Darm, sondern wehen mittlerweile auch in seinem Kopf. Vor 4 Jahren, im 1062. Jahr der Wiederkehr unseres Herrn, versuchte der alte Blödian mich zu entführen. Zu entführen in Kaisers Wert, ausgerechnet. Da hat er mich mit dem Angebot, mir seine Siegelsammlung zeigen zu wollen, an Bord eines Schiffes gelockt. Siegelsammlung. Und ich falle auch noch drauf rein. Na gut, ich war 12 und mein Interesse an Siegelsammlungen gerade erwacht. Und das muss der alte Blähbeutel gemerkt haben. Sein Interesse an Siegelsammlungen ist ja auch verbürgt. Wie auch immer, ich gehe an Bord, innerlich vor Erwartung bebend. Siegel wollen ja mit allergrößter Sorgfalt erbrochen werden. Und das wäre mein erstes Mal gewesen, der Schuft, der Übelriechende. Und kaum bin ich an Bord, legt das Schiff ab. Mit mir. Nix mit Siegel erbrechen oder gar das eigene Petschaft ins doch warme, weiche Wachs pressen und einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Nix. Unter die Räuber war ich gefallen. Unter die Thronräuber vielleicht. Aber nicht mit mir, dachte ich. Schüttelte die Überraschung ab und sprang über Bord. Das war, wie sich sogleich herausstellte, eine etwas impulsive Entscheidung gewesen. Leider neige ich bisweilen dazu. Zum einen ist der Urstoff Wasser vom Höchsten seinerzeit nur für Auserwählte zum Drauflaufen konzipiert worden.
Und zu denen, das wurde sehr schnell deutlich, darf ich mich nicht zählen. Zum anderen unterscheidet sich der Rhein nicht nur durch seine Länge von einem stehenden Gewässer. Nein, anders als dieses fließt er. Und die Anwesenheit eines deutschen Königs in seinen Wässern lässt ihn völlig kalt und zwingt ihn eben nicht zu Einkehr und Besinnung mitnichten. Er zeigt ihm ja gar in lächelnder Überheblichkeit, was man unter Strudeln und Wirbeln versteht. Und dass Atmung unter Wasser ohne hochentwickelten Kiemenapparat selbst für Angehörige des Adels ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also dem Schwimmen als Fortbewegungs- und Überlebenstechnik hatte ich bis dato kaum Aufmerksamkeit gezollt, also weil es aber auch den Burgen, in denen ich mich aufzuhalten geruhte, an Fließgewässern mangelte. Also bis auf jene natürlich, die wir selbst erzeugen und in denen zu schwimmen mir nie in den Sinn gekommen wäre. Kurz, ich sank wie ein Stein. Und nur weil Graf Eckbert von Braunschweig mir nachsetzte, mich am Knöchel zu fassen kriegte und unter erheblichen Mühen wieder an Bord schaffte, endete die Vita Henrici nicht in der feuchten Umarmung von Vater Rhein. Damals jedoch wünschte ich kaum, dass ich wieder bei mir war. Es wäre so ausgegangen. Denn die Verschwörer brachten mich nach Köln. Nach Köln! Was ein durchsichtiges Manöver. Denn die Regierungsgeschäfte werden laut Gesetz immer von dem Bischof geführt, in dessen Sprengel sich der jugendliche Herrscher gerade aufhält. Und wer ist der Erzbischof von Köln? Richtig. Anno. Der rettig kauende, Knoblauch schwitzende, Zwiebel umdunstete Anno. Dieser grundfaule Zahn im Gebiss Gottes hatte sich meiner bemächtigt. Und keiner unternahm was. Mutter war augenscheinlich auch noch froh, dass ich in seiner Obhut war, wie sie das wohl nannte. Sie meldete sich überhaupt nicht. Nicht mal eine Karte zum Geburtstag. Jahre habe ich in Köln zugebracht, dieser Gerbergrube am Rhein. Und ich schwor mir, sollte ich das alles gesund an Körper und Geist überstehen, würden sie alle dafür die Quittung erhalten. Alle. Zuerst Anno, dann Köln und zum Schluss der Fluss. Als ich 15 Jahre alt war, konnte man mich nicht länger gängeln. Meine Schwertleite stand an. Der Knabe wurde zum Manne. Am 29. März diesen Jahres in Worms. Und da habe ich Anno gleich einen eingeschenkt, indem ich nicht ihn an meiner Seite gehabt habe, sondern Adalbert von Hamburg-Bremen. Einen baumlangen Kerl aus Poppenbüttel. Mit einigen interessanten Ideen zu den Themen königliche Lebensführung und Siegelsammlung. Und kaum war meine Mündigkeitserklärung verlesen, ergriff ich mein Schwert, um der Tonsur Annos noch in der Kirche endgültige Fasson zu verleihen. Und plötzlich war der dicke Wiesel flink und spritzte unter lautem Arschhusten in die Sakristei. Ich schwertschwingend hinterher, aber Mutter fiel mir in den Arm und versuchte mich zu besänftigen, indem sie in schrecklichen Bildern ausmalte, was alles passieren könne, wenn ich Anno ansteche. Wie die Winde seinen Körper verlassen würden und die ganze schöne Zeremonie beim Teufel wäre, weil niemand mehr atmen könne und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe ihn dann nicht angestochen. Aber der Tag war im Eimer. Offensichtlich hat die ganze Sache aber Eindruck hinterlassen. Denn plötzlich drängelte sich alles um mich und suchte meine Nähe. Offensichtlich hatte ich mir Respekt verschafft. Ein bisschen mit dem langen Messer wedeln ist offensichtlich die Sprache, die Herren verstehen. Bitte? Können Sie haben. Der Beweis, dass alle Welt verrückt ist, wurde allerdings gestern angetreten. Ich will immer noch nicht ganz drüber weg. Schon Weihnachten zeichnete sich ab, dass etliche in meiner Umgebung nicht mehr alle Kerzen auf dem Baum haben. Denn man geriet, das muss man sich mal vorstellen, man geriet wegen der Sitzordnung während eines Gottesdienstes, also in der Kirche, heftig aneinander. Es ging darum, wer näher bei mir sitzen durfte. Man hätte mich auch mal fragen können, nicht? Aber nein, es gab gleich einen Tumult. Und erst als Otto von Bayern in einem nur ihm verständlichen Idiom auf die tobende Geistlichkeit einteufelte, stellte sich Ruhe ein. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hatte, aber es klang wie blutige Hinterkräfte, die fix einen Hürsack, oh mein Gott, sich einen Ziel geschießen und den umgerührt, setzt euch halt hin, die tippen damals ein gut verkackeltes Angeträger, Kini weg vom Kini! Da war Ruhe, ne? Aber gestern das Gleiche wieder. Der sonst so ernste August von Hannover, der besonders dadurch auffällt, dass er im Felde gerne an die Zelte anderer Leute pinkelt, fing als erster an, sich über die Sitzordnung zu mokieren, wohlgemerkt in einer Kirche. Er hatte einen extra Stuhl mitbringen lassen, den er im Mittelgang platzierte, um näher bei mir sitzen zu können. Bischof Hezilo von Hildesheim, der diesen Trick schon kannte, hatte ohne mein Wissen eine Schar Bewaffneter hinter dem Altar versteckt. Also es waren drei. Der Altar ist nicht so groß. Ausgerechnet den schwimmenden Eckbert und zwei Spießgesellen. Arbogast von Appelhülsen
und Wilhelm den Samthäutigen aus Ochtrup, der seit einem Zwischenfall mit griechischem Feuer während der Schlacht um Rotenburg nur noch Leder-Wilhelm gerufen wird. Als sich auch noch der Fuldaer Abt links von mir in die Kirchenbank quetschte, er hat die Figur einer trächtigen Kuh, gebietet aber nicht über deren Verstand. Da also rutschte wegen des Fuldaer Drucks rechts von mir Reinmar von Weimar aus der Bank und berührte im Fallen den Saum des Gewandes von August von Hannover, was dieser Knecht seines Temperamentes sofort als kriegerischen Akt wertete und dem Weimaraner kräftig in die Fresse drosch. Der Hildesheimer wollte dem Gestürzten beispringen, erhielt jedoch Stantepede eine derartige Hannoveraner Kelle auf die Lichter, dass diese sofort ausging. Die hinter dem Altar im Schatten des Tabernakel Lauernden sprangen durch den Lärm alarmiert allsogleich herfür und mischten nach Kräften mit. Ich war aufgesprungen und versuchte die Kampfhähne erst mit Worten zu beruhigen. Bitte, bitte. Dann, indem ich ebenfalls kräftig hinlangte. Ich bin schon recht groß für mein Alter. Aber leider richtete ich nichts Sonderliches aus. Ja, ich fing mir eine derartige Maulschelle des wild um sich prügelnden Hannoveraners ein, dass ich meinen Kiefer ausgerenkt wähnte und in der Sakristei Schutz suchte und fand. Der Kampfeslärm ebbte etwas ab, als der, neben dem ein jeder sitzen wollte, den Raum verlassen hatte. Aber just als sie mich entschloss, ins Kirchenschiff zurückzukehren, schwoll er erneut an, denn Bewaffnete, welcher Fraktion auch immer, stürmten das Haus Gottes, die Sache nun endgültig zu entscheiden. Da machte ich aber wieder, dass ich unter den alten Holztisch in der Sakristei kam. Dort zeltete bereits ein mir unbekannter Geistlicher, der in aller Seelenruhe seine Notizen für die Predigt durchging. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um Frater Anselm aus Goslar, der eigentlich den Gottesdienst, der gerade so viel untypischen Schwung erhielt, zu unserer aller Erbauung leiten sollte. Trotz des Kampfeslärms, der nun deutlich machte, dass man gegenseitig nicht mehr nur mit der Breitseite der Klinge Blattgold auftrug, ordnete der kleine Mann völlig ungerührt unter der massiven Tischplatte in der Gegenwart seines Königs seine Gedanken. Das beeindruckte mich zutiefst. Hier war des Geistes Gegenwart mit Händen zu greifen. Draußen wurde es langsam ruhiger. Ich wartete noch die Viertelstunde, die ein ernsthaft verletzter Mann zum Verbluten braucht. Persönliche Sicherheit ist immer oberstes Gebot und begab mich zurück in das Kirchenschiff. Was ein Anblick! In diesem Moment ging mir mit erstaunlicher Klarheit auf, dass die Welt als solche verrückt ist und damit alle, die auf ihr leben. Das wirft kein gutes Licht auf den Hersteller. Ich ließ die Toten, 6 an der Zahl, keine üble Strecke, wenn man die räumliche Enge berücksichtigt, und Verletzten aus dem Raum schaffen, einmal feucht durchwischen und in den Gottesdienst erneut beginnen. Und es wurde dann auch eine richtig schöne Messe. Wie wir sehen, gestaltet sich das geistliche Leben jener Zeit recht munter, weit entfernt von der kontemplativen Ruhe unserer Tage. Dabei war es nicht einfach, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ein ganzer Katalog von Vorschriften regelte das tägliche Einerlei, und das hier und jetzt einigermaßen unbeschadet an Seele und Geist zu überstehen, war so einfach nicht. Der Predigt im Gottesdienst kam deutlich mehr Gewicht zu als in unseren Tagen. Außerdem wurde sie nicht selten in halblateinischen Mischdialekten gehalten und war deshalb für die meisten vollkommen unverständlich. Dies enthob den Einzelnen allerdings nicht von der Gehorsamspflicht. Im Folgenden der Text einer authentischen Predigt, die so oder ähnlich auch vor Heinrich hätte gehalten werden können. Omnia peccatum est. Alles ist Sünd. Und jede Sünd zieht wieder neue Sünd hinter sich her. Alle seid ihr im Stand der Sünd. Omnes peccatores secundum dicit scriptura sacra. Ihr vierfüßig, schlangengleich, wurmgleich, gelupp. Drangsal et forcht sollen fallen. Sicut fulmina fulminantes super illos qui nun faciunt penitentia. Excommunicatio, anathema, pestilentia et omnia damnatio super vos peccatores. Omnia peccatum est, sicut digit sanctus Paulus Apostolos, alles ist Sünd. Peccatum est zu fressen, wenn ein Homo affamatus ist. Peccatum est zu schlafen, wenn man kein Schlafen findet. Peccatum est bibere, wenn einer durstig ist. Peccatum est capillus zu kratzen, zu waschen und zu kämmen. Peccatum est zu rülpsen, peccatum est zu furzen. Peccatum est die Viper anzugaffen und anzufassen. All die weis un creature diaboli et maleficum instrumentum peccati. Peccatum est coitare cum gaudio. Omnia gaudia peccata sunt. Omnia salvatio est in penitentia.
In Abstinentia, im Fasten, in der Hergab von Essen und Trinken. Es sei denn Wasser, das ihr in reichlichter Fülle dürfe trinken und unbegrenzt. Peccatum est vinum blancum et rubrum. Peccatum est birra et Weinbrand. Peccatum est Käsus vom Schaf, Ot von der Kuh. Peccatum est Schinken et Speck et Schweinshaxt et Salami. Peccatum gravissimum sunt Mettwurst und Rauchwurst. Alles ist Sünd. Peccatum est alle Arten von Fleisch, besonders die Titten und Hintern von Weibern. Peccatum est lingua umbilicis digiti et auris. Der ganze Leib ist eine Sünd. Vom Nabel hinaufwärts, in Sondheit aber vom Nabel hinabwärts. Jeglich Loch vorne und jegliches hinten peccatum est. Alles ist Sünd. Peccatum est fluchen, erstechen, spucken, beschimpfen, vergewaltigen, die Ehe brechen, in den Arsch ficken, die Diebereien begeben, sich besaufen, gar viel fressen, berauben, mit der Armbrust auf jemand schießen, hehlen, sich dem Spiel ergeben, Wucher treiben, schwören und zuvörderst vor allem dem all hier anwesenden Dieter der Sacratissime Romane Ecclesiae die Achtung und den Gehorsam zu versagen. Omnia peccatum est, nunc et semper per omnia saecula saeculorum. Quis est sine peccato, der werfe den ersten Stein. Amen. Ich hab wieder Puls. Salvatore! 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 Wer sich an all diese Vorschriften hielt, hatte nicht viel Zeit und wurde nicht sehr alt. Überarbeitung und Nahrungsmangel. Wer sich nicht in letzter Konsequenz daran hielt, und das ging den meisten so, hatte Beratungs- und Erlösungsbedarf und sicherte somit den Fortbestand der Geistlichkeit, indem er ihre Existenzgrundlage durch tägliches Fehlverhalten, ob bewusst oder unbewusst, erneuerte. Daran hat sie bis heute wenig geändert. Der eben gehörte Choral griff das Grundthema des Alles ist Sünd, omnia peccatum est auf, und war infolge seiner Komplexität nicht nur ein Hohelied auf den Schöpfer und die Musiktheorie, sondern für den Organisten zugleich als Bußübung zu verstehen. Die Einträge in des Königs Tagebuch werden heftiger. Irgendwann im November 1069. Das 11. Jahrhundert ist ein Scheiß. Ein Riesenscheiß. Ich habe die Sachsen am Arsch und den Papst am Hals. Ich bin seit 14 Jahren verlobt oder verheiratet. Ich weiß es nicht mehr genau, weil es auch keinen Unterschied macht. Ich kenne das Weib überhaupt nicht. Schon gar nicht, wie ein Mann eine Frau kennen sollte, also ihre Lieblingsfarbe oder so. Ich weiß genau, was hinter meinem Rücken alles erzählt wird, dass ich sie beim Ehebruch habe ertappen wollen. Welche Ehe sie da wohl hätte brechen wollen. Und dass sie mich dann verprügelt habe und ich mehrere Wochen das Bett habe hüten müssen. Das ist natürlich Quatsch. Es waren keine Wochen. Also höchstens zwei. Wir haben solide Möbel. Habe versucht, mich scheiden zu lassen, aber der Papst ließ mich wissen, so ginge das schon mal gar nicht. Und was Gott verbunden habe, soll er der Mensch nicht trennen und Sex sei nicht alles und überhaupt. Der Papst, was versteht der eigentlich von der Ehe? So viel wie ein Tauber von Musik. Und Bertha sieht aus wie ein Stock, über den jemand einen alten Mantel gehängt hat. Mit einem Gesicht, das einen Tümpel umkippen lassen würde und nennt mich Herr Heini. Herr Heini! Auch damit nicht genug. Ich bin gezwungen, mit diesem Auswurf Anno, dem dicken Kölner, der schon meine Jugend ruinierte, zusammenzuarbeiten, weil er mächtige Männer des Reiches auf seine übel riechende Seite gezogen hat. Und mein Backenzahn, der Sechser oben links, bringt mich um. Der Bader sagt, er könne ihn entfernen. Ich habe einen Blick auf sein Werkzeug geworfen und mich entschlossen, noch zu warten.
Die Backe wird jetzt dick. Außer Grütze geht nichts runter. All die Jahre immer derselbe Dreck. Das Einzige, was die Sachsen wirklich können, ist einem auf den Sack gehen. Daher der Name. Mein Gott, ich habe ein paar Burgen bauen lassen in ihren Gebieten. Da sollen sich doch freuen, dass jemand ihre gottverlassene Gegend, die so abwechslungsreich ist wie die Oberfläche des Genfer Sees, architektonisch mal ein bisschen aufwertet. Meinen die eigentlich, in 1000 Jahren werden die Leute ihre Gegend besuchen, weil die sächsische Küche so ein Knaller ist oder die sächsische Mundart so schön klingt? Weil Sachsen ein anderes Wort für Lebensfreude, Aufbruchstimmung, Mut zum Risiko, Toleranz, Vielschichtigkeit, Humor, Geist, Witz und Verstand ist? Glauben die das wirklich? Wenn überhaupt irgendjemand in diese Gegend kommt, dann doch nur, weil er sich verfahren hat oder Knecht eines unmenschlichen Gelübdes ist. Und wenn dann dessen tränenblindes Auge in dieser in Landschaft geronnenen Trostlosigkeit an einer stolzen, trutzigen Salierburg hängen bleibt, wird dann nicht Hoffnung ein Licht entzünden in dessen Seelenfinsternis? Aber immer! Ein ganzer Kronleuchter wird sein Inneres illuminieren. Und er wird eilen gen der Feste, auf das sie ihm Schutz biete vor der lärmenden Langeweile dieser Osttölpel, die die Völkerwanderung verpasst haben, weil sie ihnen zu schnell ging. Herrgott noch mal! Gut. Die Idee, die Burgbesatzungen ausgerechnet aus Schwaben zu rekrutieren, ist nicht als glücklich zu bezeichnen. Den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben, ist noch niemandem gelungen, ich sehe das ein. Selbst wenn zwei Schweine quieken, wird noch lange kein Lied draus. Aber ist das ein Grund, gleich einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen? Aber sie sollen mich kennenlernen. Ich pflastere ihnen ihre Scheißgegend voll mit Burgen. Auf die grüne Wiese. Und wenn ich in Sachsen anhalt, dann nur, um ihnen zu zeigen, wo die Bertha den Most holt. Mein Wort drauf. July 27, 1073, während der Belagerung in der Harzburg. Dies für die Nachwelt. Die gesamte Papsterei ist auch ein ausgemachter Irrsinn. Beim Himmel bin ich in miserabler Stimmung. Da draußen stehen irgendwo die Sachsen und werfen Steine an mein Haus. Angeführt wie dieser Haufen von Bettlern, Schweinehirten und Karottenfressern von einem Otto von Nordheim. Kenne den Mann überhaupt nicht. Von Nordheim. Wahrscheinlich auch so ein gottverlassener Weiler irgendwo in dieser gottverlassenen sächsischen Öde. Und dem Bischof von Halberstadt. Halberstadt! Zu der ganzen hat's wohl nicht gereicht, oder was? Und dann wirft so ein flatulierender Provinzpfaff auch noch mit Dreck an meine Tür. Und mein Backenzahn bringt mich um. Der Sechser ist raus, jetzt ist der Siebener auf der anderen Seite. Bei den Zähnen hat Gott gepfuscht. Und wenn ich mir den Nordheimer so ansehe, nicht nur bei den Zähnen. Die Welt ist aus den Fugen, so viel steht fest. Ich glaube, es gibt mindestens so viele Päpste wie Sachsen. Seit ich auf der Welt bin, Stücke 8. Ein Leo, ein Viktor, ein Stefan, ein Nikolaus, ein Benedikt. Ein Benedikt gibt's immer. Ein Alexander, ein Honorius. Und der 8., den ich erlebe, nennt sich Gregor. Aber ausgerechnet der 7. Oder eben nicht ausgerechnet. Humor oder Blödigkeit, nicht mal zählen. Gut. Es waren auch 2 Gegenpäpste darunter. Also welche, die nur in ihrer eigenen Küche Päpste sind, weil sie sonst keiner anerkennt. Einer war von Mutter. Also eine Scheißidee. Es kann nur einen geben. Immerhin darin bin ich einer Meinung mit dem Bischof von Rom. Der jetzige hat als Hildebrand angefangen und sich dann zu einem Gregor hochgearbeitet. Er hat schon einige Jahre im Hintergrund gepapstelt, die Fäden gezogen, als graue Eminenz den Ohrenbläser gegeben. Schon gewaltigen Ärger mit seinem Vorgänger gehabt, wegen des Erzbistums Mailand. Hab da meinen Mann installiert, aber der war bereits leider exkommuniziert. Aber von wem, ne? Ist doch die Frage. Wenn hier jeder so in der Gegend herum exkommunizieren würde, gäbe es aber halt nichts mehr, aus dem man rausgeschmissen werden könnte. Aber frag das mal einen Papst. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn nicht der König entscheidet, wer in seinem Reich die Bisten überführt? Hä? Wer ist denn hier der Chef von Gottes Gnaden? Wer bezahlt denn hier eigentlich die Musik? Und wer bestimmt dann, welches Lied gespielt wird? Aber genau, ich bin ständig unterwegs, halte das Reich einig, ich schütze und bewahre die Kirche. Investition und Investitur, bitte alles aus einer Hand, gibt auch Sicherheit. Aber nein, die Herren sehen das anders und nennen mich einen Laien. Mich, der Inbegriff eines Profis. Ich habe schon investiert, da hieß er noch Hildebrand und hat im Vatikan die Flure gebonert.
Er will die Kirche reformieren, soll mir doch recht sein. Er ist gegen die Ehe, auch gern, aber nur bei Priestern. Gegen meine ist er nicht, danke. Aber ich lasse so nicht mit mir umspringen. Zuerst bekommen die Sachsen jetzt derart einen auf den Kopf, dass es noch Jahre in ihren Schädeln widerhallt wie die Glocken von Speyer am Sonntagnachmittag. Und dann regle ich die Mailand-Frage, und zwar endgültig und ohne jeden Zweifel. Und dann widme ich mich Gregor persönlich. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der Tanzbär ist und wer die Kette hält. In den nun folgenden 4 Jahren kommt Heinrich offenbar selten zum Schreiben. Und wenn, bestehen die Einträge aus seitenlangen Schimpfkanonaden gegen die Fürsten. Dieses windelweiche, wetterwendische Adelsgezücht von inzestuöser Blödigkeit, die ihm wieder große Schwierigkeiten bereiten, als auch in kraftvollen Schmähreden gegen den Papst, das Amt, den Menschen, die Idee. Bisweilen geht sein Temperament mit ihm durch und lässt sich hernach nur schwer zügeln. Erst gegen Weihnachten 1076 nimmt Heinrich den Faden wieder auf. Ich muss packen. Das geht bei mir ziemlich schnell. Bertha packt seit Oktober. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich weg muss. Frauen packen präventiv. Damit man, wenn man dann weg will, nicht so lange packen muss. Versteht das, wer will. Er hat es tatsächlich gewagt. Und deswegen muss ich es packen und mich auf den Weg machen. Um diese Zeit... Bei dem Verkehr, seit der neue Besen in Rom kehrt, hat sich der Verkehr auf den Schnellstraßen des Reiches versechsfacht. Der Mann schreibt ständig Briefe und er schreibt an alle und will Antwort und zwar sofort. Und wenn er die hat, schreibt er gleich noch einen. Natürlich auf Latein, damit es ja keiner versteht. Und die müssen natürlich alle transportiert werden. Als Fußgänger ist man seines Lebens noch nicht mehr sicher. Überall sind Reiter mit Ledertaschen unterwegs, oft 2 am Tag auf derselben Straße. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Man kann doch gar nicht nachdenken bei dem ständigen Hufgetrappel. Er hat es tatsächlich gewagt. Ich bin raus. Raus! Exkommuniziert. Weg vom Fenster. Aus dem Spiel. Das 5. Rad. Abserviert. Runter von der Bühne. Abgeschrieben. Weggelegt. Fortgeräumt. Abgeschoben. Rausgekegelt. Ausgestoßen. Abgewählt. Davongeweht. Abgekackt. Und das nur, weil ich mir nicht habe reinreden lassen in mein Sach. Weil ich bestimmt habe, mit wem ich mich umgebe. Naja, bis auf meine Frau. Dabei ist die Sache doch eigentlich recht sonnenklar. Wenn Gott einen Stellvertreter auf Erden braucht, heißt das, er kann sich nicht um alles kümmern. Gut, wenn er so ist, kann er sich aber auch nicht um die Personalfrage kümmern, weil das auch ein hiesiges Problem ist. Braucht er auch nicht, dafür hat er mich. Ich bin König, ich kenne die Leute. Ich weiß, was der Einzelne kann und ob er qualifiziert ist. Aber mit Fürsten, die sich vor Schreck in die Rüstung machen, wenn in Rom eine Kerze aus dem Kandelaber fällt, ist natürlich kein Staat zu machen. Und auch die Kacksachsen! Natürlich muss die Kirche reformiert werden. Da fängt man beim Personal an. Der Fisch stinkt vom Kopf. Aber ich predige tauben Ohren. Ich renne gegen Wände bei Fürsten und Pfaffen. Die Sachsen verstehen eh kein Wort außer Nücke. Jetzt hat er mich rausgeschmissen. Vor allen Leuten mit Brief. Jetzt weiß es natürlich die ganze Welt. Und plötzlich kennt einen natürlich auch keiner mehr. Das sieht man an der Weihnachtspost. Hat stark abgenommen. Und Anfang Februar trifft sich die ganze abtrünnige Fürstenei mit dem Papst auf deutschem Boden und sie wollen mich absetzen, wenn ich bis dahin nicht wieder ein Schäfchen auf der Weide bin. Was eine Demütigung. Was eine Schmach. Was eine Beleidigung. Was eine Erniedrigung, sagt die Frau in ihren Packpausen, die Gott sei Dank nicht so zahlreich sind. Ich muss den Papst vorher abfangen, im eigenen Land. Damit rechnet hier keiner. Auch die Frau nicht. Der habe ich gesagt, es ginge nach Florenz, die Altstadt und so weiter. Schuhe, Salami, Wein. Da war sie ganz aus dem Schlösschen. Die fragte natürlich, warum ausgerechnet im Winter? Da ist weniger los, habe ich geantwortet. Man kommt auch günstiger unter. Seitdem packt sie. Ist ja auch eine Menge mitzunehmen. Wenn man im Winter nach Italien will. Im Winter nach Italien. Was eine Branntweinidee.
25. Dezember 1076. Dieses Weihnachten wurde bei uns deutlich weniger gesungen. Die Frau packt ja auch. Und nur sie kann die Texte. Heute Abend geht's los. Wir reisen mit kleinem Besteck. Die Frau, ein paar Wachen, eine Feldküche, Schluss. Kaum Möbel, kein Personal. Da muss sich die Frau da mal selber umziehen. Wir können die großen Pässe nicht nehmen. Die Fürstenei hält sie besetzt. Irgendjemand hat Wind von der Sache bekommen. Hauptsache Bertha weiß nichts, sonst wird die Reise eine Höllenfahrt. Sie besteht darauf, die Karte zu lesen. Bitte? Ich sagte ihr darauf, wie rum sie die zu halten habe. Der Tag ist auch im Eimer. Ich gehe voraus. Das Pferd trägt meine Sachen. Nicht viel. Ein paar Decken, Mäntel, Wämse, das Kästchen mit den Verben. Die schenke ich dann dem Stellvertreter. Als Papst kann man nicht genug Latein im Hause haben. Gerade wenn Gäste kommen. Und er ist versessen auf gute Verben. Sind halt schwer zu bekommen. Vielleicht bricht es das Eis, dann waren sie doch noch zu was gut. Ansonsten keine Juwelen, keine Insignien. Wenn ich den Römer treffe, will ich so ärmlich und demütig wirken, wie es nur eben geht. Armut und Demut haben den gleichen Stamm. Mut. Der Schnee geht den Regen über. Eine Scheißidee. Ende Dezember 1076. Wer behauptet, das Voralpenland sei schön, war noch nie zu Fuß hier. Und wer die Bayern für freundlich hält, musste noch nie nach dem Weg fragen. Die Frau liest die Karte. Das bedeutet dann Anweisungen wie bis Dienstag geradeaus und dann rechts. Oder links, links, das andere links. Wir kommen nur langsam voran. Vor uns jetzt das Gebirge. Ganz schön hoch. Schnee. Auch bekommt man keine Fremdenzimmer. Weil nicht an Fremde vermietet wird. Wer hier wohnt, wohnt hier. Das heißt, hat eigenen Wohnraum, den er sich nur mit Angehörigen früherer Generationen, die an der auf dem Lande üblichen Sterbeunlust leiden, oder Borstenvieh teilen muss, was bisweilen dasselbe ist. Nur weg hier, in die Berge. Schnee. Januar 1077. Der Wind heult, die Frau auch, und beide sind kalt. Wahrhaft königliche Verhältnisse. Wir sind trotz Schnee und Eis ganz gut vorangekommen. Bertha hat aber keine Lust mehr auf Italien. Auf der Karte seien es nur ein paar Zentimeter gewesen. Und so schön könne keine Altstadt sein und Schuhe bräuchte sie auch keine. Habe sofort das Datum notiert, damit ich diese Aussage später beweisen kann. Wir zelten am Fuß der letzten Gebirgskette. Morgen geht's rauf und dann wieder hinunter. Soll glatt sein. Ich habe Rinderhäute eingepackt. Da setzen wir uns drauf und rodeln auf dem Po demselben entgegen. Januar 1077. Ich muss überhaupt nicht nach Rom. Er hat sich nach Norden aufgemacht, hat wohl Robensausen bekommen und denkt, ich bin mit einem Heer zu ihm unterwegs. Da ist er bei Mathilde untergekochen, in ihrer Burg in Canossa. Ganz schöne Anlage über der Stadt. Natürlich nicht mit dem Komfort, den wir zu Hause gewöhnt sind, also mit separatem Abtritt. Da muss man das alles von der Mauer erledigen. Deswegen ist aber auch die Bebauung drumherum eher spärlich. Das ist gut für die Aussicht. Bin ganz guter Dinge. Überlege gerade, ob ich Bertha mitnehme zum Treffen mit dem Papst. Dann wird er merken, dass schon die Reise an sich ein fast übermenschlicher Bußgang war. Das könnte ihn milde stehen. Aber wie erkläre ich das der Frau? Ich könnte ihr Gregor als römischen Schuhverkäufer vorstellen. Nein, 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 nein. Das klappt nie. Sie ist zwar laut, aber nicht blöd. Ich lasse sie da besser raus. Apropos rauslassen. Ich müsste sie jetzt auch noch mal wieder aus der Rinderhaut heraustrennen.
Hat auch Zeit bis morgen. Schnee und Graupelschauer. Taue über dem Feuer den letzten Weinschlauch auf. Der Wind heult immer noch. Die Frau auch. Januar 1077. Wir sind da. Seit gestern Abend. Wir zelten an der Burg. Natürlich mit Sicherheit Abstand. Der Papst reist mit großem Gefolge. Da ist alle 15 Minuten jemand auf der Mauer und die Gefahr groß, dass man was auf den Kopf kriegt. Das muss nicht sein. Die Lage ist auch so beschissen genug. Er ist drin und ich stehe draußen. Was jetzt? Soll ich einfach ans Tor pochen und sagen, komm raus, Pfaffe, nehme ich in deine Kirche auf, ist kalt hier? Nein. Ich stelle mich mitten ins Schneegestöber, halte das Kästchen mit den Verben hoch und sage, dass mir alles sehr, sehr leid tut und er sie haben kann. Aber nur mit mir. Er liebt Verben und Kälte und Feuchtigkeit tut ihnen nicht gut. Er wird es tun und alles wird gut. Bis zum nächsten Mal. Die Sachen sind gepackt, die Sonne geht gleich auf, das kratzige Hemd angezogen. Ich habe tausendmal gesagt, dass es nur in die laue Handwäsche gehört, aber Bertha kocht gerne. Leider nur die Wäsche. Das Kästchen unter den Arm und los. Wünscht mir Glück, ich bin dann mal weg.